Sicher ein Schwachkopf. Hey, alter Mann. War Raúl Menéndez heute hier? Sergeant Woods. Raúl Menéndez ist der Anführer von Cordestie und der gefährlichste Terrorist seit Osama Bin Laden. Ist Zeitverschwendung. Der ist am Ende. Schnauze. Er sagte nur, mi hermana. Heißt auf Spanisch Schwester, Schwachkopf. Macht euch besser auf was gefasst. Er greift an. Wenn es eine Bedrohung der nationalen Sicherheit gibt, müssen sie uns das sagen. Mach die Kamera an. Dein alter Herr hat sich gut geschlagen in Alaska. Scheiß Hudson ist aufgetaucht. Dad, ich hab Angst und ich brauche Hilfe. Du bist 7 Jahre alt, David. Benimm dich nicht wie ein Baby. Ich hasse dich. David, warte. Geh zurück zur Armee. Wie damals bei Mams Tod. Lieutenant Conan North, NSC. Sie kennen bereits Jason Hudson. Was soll das denn werden? Gestern hat ein Geheimteam unter Sergeant Woods Waffenschmuggler hochnehmen wollen. Heute Morgen brach der Kontakt ab. Wollen Sie ihn raus, CIA? Was soll das? Castro und die Russen sind überall in Angola. Wir können nicht rein. Die CIA ist da raus. Woods und sein Trupp existieren nicht mehr. Was immer Sie brauchen, Mason, kriegen Sie. Lass David einfach bei Jenny. Wie vorher. Sie hat ihn gern bei sich. Er kommt klar. Dad, du wolltest nie wieder zur Armee. Du hast es versprochen. Es ist Onkel Woods, Junge. Er wird's auch für mich tun. Sie fanden mich mit einem Spionagesatelliten. Mit einem KH-09. Das Baby scheißt in 12 Meilen Höhe einen Filmkanister aus. Dann kommt eine C-130 vorbei. Schnappt ihn auf 30.000 Fuß. Das war vor der digitalen Zeit. Der Film musste entwickelt werden. Analysiert und abgeliefert. Alles von Hand. Unser Kampf und dessen Kerl namens Jonas Savimbi. Ihr denkt, ich bin der Irre? Dieser Kerl. Mason, hörst du mich? Was gibt's, Hans?
Herrscherin, die führt einen Gegenangriff an. Er hat Eier! Das muss man ihm lassen! Was mit Woods? Können wir seine Position bestätigen? Sie bringen ihn ständig von einem Ort zum anderen! Wir vermuten, dass Savinis Leute sich bald melden. Aufgehört. Da kommen Sie! Da kommen Sie, meine Brüder! Kämpf, meine Brüder! Ha ha ha!
Rettungsaktion, meine Freunde. Wo ist er? Er wird festgehalten von einem Waffenhändler aus Nicaragua. Ein sehr gefährlicher Mann. Wo? Etwa 2 Meilen nördlich. Er ist auf einem Transportkahn auf dem Fluss Cubango. Er könnte schon tot sein. Los geht's, Hudson. Verschwand in Vietnam. Mein Vater dachte, ich wäre tot. Der ganze Scheiß, den Kravchenko ihm angetan hat. Die Zahl, Reznov steckt in seinem Kopf. Er hatte keine Ahnung, was real war. Wie denn auch? Kravchenko, den elenden Bastard aufzuschlitzen, hat uns alle gerettet. Er wacht zuerst auf. Boom. Willkommen im Hanoi-Helden. Halbes Jahr später schafften sie mich nach Da Nang. Gegen den Scheißort war das Helden echt gut. Meine Gruppe hat 17 verloren. Und 72 war nur noch ich übrig. Ich wollte nicht in einem Scheißsumpf sterben.